So, hallo, herzlich willkommen zum Livestream hier zur Forza Motorsport 6. Ich probiere es wieder mal. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das Ganze von Erfolg gekrönt wird, aber lass uns einfach mal überraschen. So, hier mal abdocken und dann geht es ins nächste Rennen. Gran Turismo Serie. Ihr nächstes Rennen findet in den Berner Alpen Die statt. Die rollende Rennstrecke wurde entlang Straßentour. alter Zufahrtsstraßen in den Bergen errichtet. So, jetzt schauen wir, ob das was wird. Ich würde die Nebengeräusche wundern, ob das Fenster offen, weil es so warm ist. So, ich finde es ja lustig, dass der Control Stream immer schreibt, ich bin offline. Obwohl ich es nicht bin. Egal, wie auch immer. So, schauen wir mal. Ich hoffe, dass hier alles funktioniert. Bin mir nicht sicher, ob ich da alles zu sehen bin, da auf dieser Kameraeinstellung da irgendwie die Gesichtsverfolgung macht nicht unbedingt das, was sie soll, glaube ich, oder? So, pass auf. Wir sind hier bei Race, ich muss jetzt nochmal kurz nochmal das nochmal andocken, nochmal schauen da. Irgendwie scheint das Bild seltsam zu sein. Ja, da bin ich voll da auf dem Kontrollbildschirm bin ich nicht voll da. Ah, jetzt bin ich wieder abgeschnitten. Okay, also die Gesichtsverfolgung, die funktioniert gerade nicht so. Ne? Oder? Hallo? Naja, wir haben einfach die Kamera noch ein bisschen justieren müssen. Aber das kriegen wir schon, keine Angst. Ich weiß nicht, wie die Kamera da so, diese Kinect habe ich da jetzt so. Auto zum Aus, Auto zum An. Schauen wir, ob sich da was ändert. Wäre natürlich gut. Unsere Bilderwand braucht man eigentlich nicht sehen. Ich schalte mal kurz Kinect aus, nochmal ein. Probieren noch was passiert und dann legen wir mein Rennen los. Gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los. So, wie extra neues Licht aufgebaut habe, dass man hier ordentlich sieht. Weil ich gerade ein Tutorial-Video aufgenommen habe zu den Clubs hier. So richtig ordentlich ist das nicht. Ja, warte, ich muss die Kamera kurz umbauen. So, ein bisschen nach unten schwenken. Jetzt sollte aber zum Sehen sein, oder? Ja, jetzt passt es wunderbar. Sie vor jetzt aber. Also, einfach sonst in den Chat reinschreiben, was nicht passt. So, Rennen starten, Gran Turismo Staffel, nimm das Fahrzeug so wie es ist. Und probier mein Glück. Also das mit dem Licht ist gar nicht so ideal. Das blendet mich so. Ich muss ein bisschen dunkler machen, ne? Sonst wäre ich blind. Die besten drei Musik kommen. Schaut nicht gut aus. Platz 16. Ja. Durch den Tunnel durch ist immer recht spannend. Das ist Sau-KI da, ey.
Also wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich wieder fort zur Motorsport 6 fahre, ja, einfach aus dem Grund, dass es für das Gamepad einfach wirklich nur das Beste ist. Und auch wenn ich immer wieder gefragt werde, warum ich den kein Wheel nutze, ja, es ist einfach so, ich habe keinen Platz dafür. So, Platz 10 ist vor mir, da fahren einige in die Box rein, das ist mal super. Wie viele Runden fahren wir überhaupt? 4 Runden. Ich muss sagen, ich habe die Treiber-Da-Schwierigkeit ein bisschen runtergeschraubt wieder, weil ich so lange nicht mehr gefahren bin. Also ich bin nicht mehr Experte, sondern Profi oder sowas. Da bin ich nach wie vor mit manueller Schaltung unterwegs. Technisch gesehen muss man einfach sagen, schaut Forza Motorsport wirklich super aus. Ah ja, läuft. Auch wenn es vom Sound her nicht mithalten kann mit Project Cars, aber trotzdem, es ist einfach der Spielspaß als Gesamter. Einfach besser hier mit dem Gamepad, mit Forza 6 als mit Project Cars. Vor allem einfach nur deshalb, wenn man bei Project Cars wirklich jedes Fahrzeug irgendwie dann individuell anpassen muss, bevor man fahren kann, und das passt dann für sich nicht. Ja. Also grundsätzlich fahren kannst du mit jedem Standard-Setup bei den Fahrzeugen. Oh, 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 Big Crash hier. Ach du Scheiße. Auf Platz 2 unterwegs. So, jetzt kann ich ganz kurz in den Chat schauen. Hallo Peter, Servus. Hallo Dominik. Ich weiß, man könnte es auf Pause auch drücken, nur das irritiert mich dann. Also wenn ich dann aus einem Pausefenster noch weiterfahren muss, das ist überhaupt nicht meins. Vor allem der Flow gerade so am Laufen ist. Erstplatziert ist meilenweit weg. Ah, so weit ist er gar nicht weg, schau. Oh. Ah. Mal schauen, wenn ich ihn schnappen kann. Wieder irrsinnig schön finde, sind die Spiegelungen in der Windschutzscheibe. Auch wenn der eine oder andere ab und zu meint, dass das zu übertrieben ist da, aber wer bei Sonnenschein schon mit dem richtigen Auto gefahren ist, der weiß ganz genau, dass es nicht übertrieben ist, weil es kommt ja immer auf das Cockpit von den Fahrzeugen an. Und ich war selber mal in der Autoverkaufsbranche und es tatsächlich wirklich Fahrzeuge gegeben, wo wirklich die Leute ein Problem gehabt haben damit. Man konnte es dann auch nicht helfen können, natürlich, weil mein Auto so gebaut ist, ist es halt so gebaut. Nix habe ich geschlagen in meiner Rundenzeit. Gut, das heißt jetzt nichts, glaube ich. Also Königsegg fällt auch Forza. Bin ein bisschen überrascht. Das ist ein Shooter-Spieler normalerweise. Bin schon gespannt, was Forza 7 dann hergeben wird. Ich hoffe, dass das nicht wieder so ein Mist wird wie Forza 5. Aber ich glaube, das wird ein Projekt für Scorpio werden, ha? Forza 7.
So, was ist der für ein Nebelschwaden da? Und wenn ich sie jetzt nicht elendig versau, was natürlich bei mir immer wieder sein kann, kurz vor Schluss, dann sollte mal der zweite Platz das fix sein. Hoffe, schreiben wir es mal nicht. Ihr wisst ja, ob das Talent dazu, dass ich es in der letzten Runde noch versaut, in der letzten Kurve eigentlich noch. Die letzte Runde sind wir schon. Ich habe letztens übrigens ein Race gesehen in der, von der ESL. Der Master of Dirt hat mir das geschrieben, soll ich es mir anschauen. Das war ganz interessant zum Lesen, dass nämlich dort so gut wie alle mit Gamepad fahren, weil mit dem angeblich schneller ist. So, Platz 2 haben wir, wunderbar. Sehr gut. Ne, die Demo von Forza Horizon 3 hole ich mir nicht. Ich habe sie schon vorbestellt. Bei mir liegt schon das ganze Game auf der Platte, also es liegt schon fix fertig da. Und ich will mir einfach die Vorfreude nicht versauen. Ich will mir einfach nicht das mit der Demo versauen. Nein, ich will das einfach wirklich ganz frisch auspacken, mehr oder weniger, und starten und dann unversüßt sehen, ja, ohne dass ich mir da jetzt irgendwelche Gedanken machen muss. So. Rennen 3 von 6. Dann schauen wir uns das nächste gleich an. Wo geht's denn hin? Es geht noch und es ist für Strecke. Rennen findet auf dem Mount Panorama Circuit statt. Der Heimat des 12-Stunden-Rennens von Bathurst. Der australische ist das, oder? Ah ja, genau. Oh, oh, scheiße, die Strecke. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, ich werde bei dem McLaren bleiben. Der ist an für sich nicht so schlecht zum Fahren. Der ist an für sich nicht so schlecht zum Fahren. Mal schauen wir, lass uns überraschen auf jeden Fall. Ich habe einfach wieder ein bisschen Lust hier auf Forza. Mal schauen, wie lang, bis ich die Schnauze wieder voll habe. Aber schauen wir mal. Mal kurz hier mal einen Check machen, ob der Stream auch wirklich läuft oder ob es so läuft, wie es laufen soll. Aber die Kameraeinstellungen sind ein bisschen komisch, das muss ich vielleicht nochmal ein bisschen justieren nächstes Mal, aber das reicht jetzt einmal. So, also, schauen wir mal die Startaufstellung, schauen wir mal, was hier Driver Target mit dabei sind. Wir kennen den da auf den ersten Blick, der Mackie, Street Fighter, Katsche. Was ist schon wieder? Okay, gut. So, Bathurst. Dann würde ich sagen, sollen wir was beim Tuning-Einstellungen ändern? Nö. Wir fahren einfach gleich ins Rennen rein, aus, fertig. Die KI ist ja. Also diese. Okay, diese drei Vatare sind einfach ein Wahnsinn. Also die sind schon selten doof. Ich meine, irgendwie wird es eh ganz gut. Ich glaube, der Mackie hat eh gut geschrieben. Drei Vatare waren einfach eine Erfindung dafür, dass man eine ordentliche KI programmieren muss. Und ich hoffe, dass diese drei Vatare-Geschichte wieder wegfällt. Also der hoffe wirklich, dass man wirklich mal, wenn da ein bisschen Energie reinsetzt, dann ordentliche KI, dann eine ordentliche Crash-Soundkulisse, weil das ist. Koffer zu klappen, Crashing ist ein bisschen dubios. So, habe ich vernünftig durchkommen. Bugatti Veyron sieht da rüber auf meine Spur. Ja, da kann ich einen Flügel schon ausfahren da. An sich kenne ich ja. Wird nur ein bisschen schwer da hier bei beim Erkennen der Geschwindigkeiten bevorzugt. Was sind das? Irgendwie anders wie bei anderen Games, wie bei Project Cars. Deshalb habe ich auch diese Hilfslinien eingeschaltet eben. Nur für die Kurven allerdings, also für die Bremspunkte denke ich. Hoppala, oh, oh, oh. Drei Runden fahren wir da. Wow, jetzt trifft er raus. Scheiß mich an.
Machen die da? Auf Platz 12 zurückgefallen, nett. Der Bugatti ist da, was ist denn das? Haut's ab da. Sind die weiteren zwei Runden nicht ausgehen, glaube ich. Ah, komm nicht weg! Piste. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus, kannst vergessen. Das Rennen fahre ich noch zum Training fertig. Oh. Liegt schon wieder im Reifenstapel drinnen. Okay, was ist denn jetzt los? Ja, schauen wir mal wieder rum. Ja, das Rennen, das starten wir gleich nochmal neu. Nutzt dir nix. Hey, Armin! Für Forza Horizon 3 vorbereiten. Ich glaube, das kann man sich nicht unbedingt vergleichen. Aber von der Fahrphysik, glaube ich, ist es schon übertragbar. Na, wir haben wieder mal Lust auf Forza. Das ist ja gleich umgedreht wieder, ne? Na geh, komm! Drei Radare rotz, echt, das ist echt zum Kotzen. Die dämlichste Erfindung, die wir gehabt haben. Ich kann keine KI programmieren, wir machen drei Radare. Ich glaube, dass man, dass die drei Radare fast noch schwerer zum Programmieren sind, aber dass wir, so einer KI und Anführungszeichen so ein Blödsinn beibringt, was die zusammenfahren. Das gibt's gar nicht anders. Wie gesagt, Armin, ich werde mir die Horizon Demo nicht holen, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel schon gekauft, das liegt schon auf der Platte. Ich will mich da einfach wirklich voll drauf freuen und nichts spoilern und so weiter. Ja. Das ist einfach ganz frisch erleben. Jetzt bin ich halbwegs gut durchgekommen.
Meine Gänge sind ja ganz blöd bei diesen Kurven. Oh, Master of Dreadfighter von mir, der Stefan. Hallo, Stefan. Schöne Grüße nach Wien. Ich hoffe, wir sehen uns am 23. bei der Game City. Oh. Ich sollte die Plätze gut machen, nicht da nach hinten verlieren. Aber die Demo sollte ab 19 Uhr kommen. Also sollte in wenigen Minuten eigentlich da sein. Es ist schon 20 Uhr. Sollte eigentlich schon online sein. Okay, also das Rennen, wo ich ziemlich neu starten muss wahrscheinlich. Im Aston, ja stimmt, aber irgendwie habe ich keinen Aston gefunden für diese Klasse oder habe ich keinen gehabt oder was? Also gute, ja, stimmt. Beim nächsten Rennen dann. Weil ich wollte mal auch die anderen Fahrzeuge ein bisschen durchprobieren, weil immer die gleichen ist auch Fahrt. Oh, mein Nightbot funktioniert auch wieder, sehr schön. Der Radar fliegt mir komplett aus. Es ist spannend, wie schnell dass die Reifen da warm sind. Katsche von mir. Schönen Gruß an den Ü30-Kumpanen. Entschuldigung. Auf 7 brauchen wir noch 4. Stockerrennen, ja. Und selbst ein Stockerrennen ist, du meinst, das ist was anderes, was ich meine, Stockerrennen natürlich. Aber da kenne ich auch mehr Disziplin. Aber stimmt schon, das ist echt der Wahnsinn, die erste Kurve. Ich meine, das war jetzt wieder mein Fehler, natürlich wieder mal. Noob am Werk, was soll ich sagen. Vielleicht schaffe ich es immer noch mal. Also, Startnummer. Was ist das, Nummer 5, 6 oder irgendwas.
Gaffer, lassen Sie mich durch. Oder fahren Sie österreichische Fahnen, also von Stefan wieder. Schäbert hinter mir. Hab's genau gehört. Oh! Psst. Aber gerade noch überdreht da. Das kommt die schnell Ecke, das ist immer sehr heikel. Ziel vorbei da, Bugatti. Nein, nicht einmal Bugatti, ja. Platz 5. Eine enge Kiste da. Ah, die Kurve ist sicher schneller gegangen. Ah, Demo ist verfügbar von Forza Horizon 3. Sehr gut. Ah, jetzt sind die Schüler vorbei, schau's an. Aber die bremsen immer recht gut, die. Das ist ganz schlecht erwischt da, die Kombination. Oh, die hängen mit ab, die hängen mit ab. Oh, da ist wieder nur eine Runde Zeit. Ich brauche nur zwei Plätze gut machen. Okay, im Gegenteil sogar. Oh, die ziehen vorbei da. Mit Überschlag. Die ganzen Schäden kommen daher. Alter, die Strecke kostet mir Nerven, ha? Naja, dann probieren wir es halt noch einmal. Versuchnummer, so. 6, 7, 8, 9, 10, 35, 70, keine Ahnung. Probier's einfach nochmal. Schatz. Vielleicht kommen wir innen rein. Sehr schön, jawohl. Oh, das ging jetzt aber super. Thank you.
Stefan, mach Platz. Diese Kombination ist wirklich böse. Und da muss ich wirklich nur arbeiten, dass man da aufpassen, dass hinten keiner holt. Ich muss in den Rückspiegel schauen. Nein, 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 bleibst hinter mir, mein Freund. Karosseriebremse einsetzen, komm, 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 komm. Fuck. Ah, Mann, was ist los? Was ist jetzt los? Ah, schon wieder nichts, kannst du eigentlich wieder knicken. Es mag mich nicht, es mag mich nicht, die Piste mag man nicht. Vielleicht muss ich doch beim Auto was machen, ich weiß aber nicht was. Platz 10, das schaffe ich nie in einer eineinhalb Runden, wenn ich nur zwei Runden. Na, kannst vergessen. Naja, schauen wir mal. Sollen wir schauen, dass ich mehr Speed zusammenkriege? Hey Mini, servus! Oh, der Chat spinnt schon wieder. Der Chat spinnt schon wieder. So, pass auf. Beim Bremsen bricht er hinten leicht aus. So, dann werden wir da eine Spur runterfahren. So. Dann werden wir dann Stabis, Fahrerhöhe, Zugstufe, Antrieb, wo ist denn die? So, der Differential beim Verzögern. Wenn wir ganz runterfahren, so schaut es aus. Sofort Wiederholung, also diese Zurückspulen, ne, Zurückspulen, das. Na, da bin ich. Da bin ich mal zu stolz dafür. Also, wenn ich Rennen gewinnen will oder schaffen will, dann möchte ich das gesamte Rennen fahren. Wenn ich das ein bisschen echt ist, wenn man das Rennen verhaut, habe ich es verhaut, ja? Ist es so. Also, dieses Zurückspulen, das habe ich immer schon, das habe ich noch nie verwendet bei keinem Forza und habe ich immer sofort deaktiviert, weil das einfach blöd, ich finde es blöd, ich finde es echt blöd, weil es einfach nicht passt, ja? Und so kann ich sagen, okay, ich habe das Rennen komplett gefahren und wenn es klappt oder es klappt, wenn nicht, dann halt. Halt. Schön austrickst da. So, schauen wir, ob mein Topspeed ein bisschen mitkommt. Da ist, da hinten komme ich schon wieder. Schau, wie die da herkommen. Das gibt's aber nicht. Ey, gekommen! Mann! Gut, da kann ich nichts dafür. Da kann ich nichts dafür. Jo, sie sind noch immer dasselbe Rennen.
Trick. Ja, übrigens, ich wär, hier ist mein Livestream so circa bis um circa noch 20 Minuten und bin dann später wahrscheinlich nochmal online. Dann wahrscheinlich nicht mehr mit Forza, sondern irgendwas Shooter-Technisches, aber mal anschauen. Oder Star Trek Online, mal schauen, was mich freut. Na komm, jo, ist ja dankbar. Danke, 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 danke. Ja, Racing oder Crashing habe ich den Stream genannt. Ja, wir sehen es, was es ist. Es ist einfach Crashing. Crashing, Crashing, Crashing und nicht Racing. Was ein einzelnes Rennen so fuchsen kann, ha? Oi, da wär ich schon weggeschoben von hinten, ohne Chance auf irgendwas. Guter Platz hin bin ich. Lass uns nochmal durchgehen. Der Stefan wieder vor mir. Der fährt immer konstant vor mir. Wow, 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 wow. Entschuldigung, Stefan. Das war jetzt rein zu spät gebremst und zu fest gebremst. Okay, komm jetzt, haut's doch ab. Und ja. Jetzt müssen wir in den Flow reinkommen, der ist wieder komplett unterbrochen. Aber der Wagen, der bricht jetzt nicht mehr so stark aus beim Abbremsen. Hau mal ab da. Wer baut denn das so eng da bitte, ha? Ja. Komm jetzt, hey, muss Platz 3 kriegen. Nicht immer noch hinten fallen. Natürlich ziehen jetzt alle vorbei. Schau das an, das ist ja Witze. Alter, das sind alle... Schau, wie? Forza Horizon 3 Mini-Demo müsste es schon geben, ja. So, ich probiere jetzt noch was aus. Ich weiß, kannst du mal hier bei den oberen Gängen. Ein bisschen mehr auf Speed setzen. Mal schauen, ob das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Also bei der Aerodynamik könnt ihr mal schauen. Aerodynamik. Auf der anderen Seite bin ich doch froh, wenn sie die Kiste auf der Straße halten. Ne? Schauen wir so. Also ich kann gerade nachschauen wegen einem Store, weil ich direkt über den Xbox streame. Wenn ich in den Store geht, dann ist ja der Pausebildschirm da. Das kann ich noch machen, wenn ich über den Rechner streame. Schau, selbes Bild wie immer, Stefan von mir. Bump Drifting. So gehört sich das, gell? Stoßstange an Stoßstange. Das ist perfekter Windschatten. Jimmy Johnson wäre stolz auf mich.
Alter, wieso? Mann! Ja, ich weiß nicht, da bin ich mal ein bisschen drinnen und dann. Ah, Mackie ist von mir. Alles weggedrängt. Jetzt hat Stefan nochmal geholfen. Wenn drei Vatare den menschlichen Fahrern helfen, oder wie? Hey! Nicht schön, gar nicht schön. Oh, das ist cool. Ich schieb da mal genau in die Wand rein, dass ich nicht weiterkomme. Weiter. Sportspiele machen aggressiv, ich sag's euch. Nein, regt mich in Wirklichkeit nicht so. Ja, es ärgert mich schon momentan, muss ich schon sagen, aber im Großen und Ganzen. Mei. Ja, ich bin nicht mehr im Bathurst. Das ist vorher, glaube ich, seit einer. Wie lange läuft der Stream jetzt da schon? Seit. Na gut, ich darf nicht sagen, Bern Alpen war vorher auch noch gehabt, das Rennen. Ja. Aber sonst bist du in einer knappen Stunde, glaube ich, hier Bathurst. Wieder rausgeschoben, natürlich wieder rausgeschoben. Und wenn ich so reingeschoben, dass meine Kiste hin ist, ja. Da nutzt der Elite Controller nichts. Was 18 GB hat die Forza Horizon Demo? Naja gut, die Texturen sind da. Also ich glaube, das ist einfach das Problem. Die Texturen natürlich, weil die kommen immer wieder vor in einem Spiel. Also die Landschaft selber, also die konstruierte Landschaft selber ist ja nicht was Großes. Weil es immer so eine Art Drahtgittermodell, wo einfach die Texturen draufgeklatscht werden. Ja. Oi da! Ja, das ist nicht zu glauben. Naja, 18 GB ist, also ja gut, kommt natürlich auf die Leitung drauf an, ist ganz klar. Aber sonst halt morgen dann, auf jeden Fall, oder? Ja, Bathurst Restart Nummer 15. Muss ich mal mitsehen bei solchen Dingen, echt. Also, das Schlimmste, was ich an Restarts gehabt habe, also, ich hab's, komplett vergessen. An Neustarts beim Games ist, ich weiß nicht, bei Call of Duty Modern Warfare 1 oder 2, da hat es ja diesen Epilog gegeben, diese letzte Mission in der Story, wo man in einem Flugzeug die Geisel in einer Minute befreien hat müssen. Ja? Und das war so etwas, was du denkst, was du das erste Mal ins Spiel hast, was du denkst, Alter, wie in aller Welt soll es in einer Minute schaffen? In einer Minute bin ich nicht mal durch den ersten Cockpit-Teil gekommen. Ja? Und es war sicher, ey, da was ist denn mit euch los? Drei Vatare-Rotzer. Das kannst du echt schmeißen. Drei Vatare sind sich im Speiben. Und da war dieser Epilog eben, und wie gesagt, diese eine Minute hast du gedacht, Alter, wie in aller Welt sollst du es schaffen? Und da habe ich weiß nicht, stundenlang probiert.
und einfach YouTube-Videos geschaut, dass du ungefähr weißt, wie die Grundtaktik ist. Und du weißt einfach wirklich die Grundtaktik einfach schnell durch, ja. Also blenden und die Gegner dann mehr oder weniger umlaufen und Gegner, die hinter einem waren, haben nichts mehr getan dann, ja. Also im Prinzip ein bisschen ausnutzen von der dummen KI. Und ich komme hin, da bin ich noch sicher noch 3 Stunden das erste Mal bis zur Geisel raufgekommen und hätte dann auf den Geiselnehmer schießen sollen und schießt die Geisel über den Haufen. Ja. Also da habe ich echt und fast geheult. Da war ich so fertig und dachte, Alter, da scheißt 3 Stunden herum und dann schießt du aufgrund des eigenen Versagens die Geisel über den Haufen. Ja. Ich glaube in 56 Sekunden bin ich dann oben gewesen. Also es wäre sie genau ausgegangen, ja. Und trotzdem habe ich es dann versaut gehabt. Ja. Aber wir haben es schlussendlich dann doch geschafft. Nach weiteren paar Stunden, glaube ich. Aber da ist eines der wenigen Games, wo ich wirklich 1000 Gamerscore habe. Und wo ich auch wirklich die Gamerscore gejagt habe, weil mir das Spiel einfach so taugt hat. Auch hier wirklich bei wenigen Games, weil erstens Gamerscore müssen einfach für mich realistisch sein. Ja. Also irgendwie ist ja Schwachsinns Gamerscore mit was ich weiß. Macht 300 Stunden nichts anderes wie da in die Ecke schauen oder sowas, das ist uninteressant. Ja, wenn es irgendwas ist, wo ich sage, okay, das kann man spielerisch schaffen. was sagt das, ist das spielerisch vielleicht möglich oder ist irgendwie machbar, wenn man es trainiert und so weiter, dann mache ich es schon, ja, aber sonst pfeife drauf, ja. Also so wichtig sind die Gamerscore nicht. Alles, was realistisch machbar ist, jawohl, alles andere, was ich links liegen. So, Restart Nummer 17, 20, 30, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was die beste Taktik wäre. Vielleicht die beste Taktik ist, sich gleich beim Start zurückfallen zu lassen, so völlig von hinten aufzuräumen, aber das haut halt auch nicht hin. So, ich bin wieder auf Platz 6, das haben wir eh schon ein paar Mal gesehen, ja. So, Bump Traffic mit Stefan, komm her. Ist das perfekte Windschatten, jawohl. In der Racing-Welt wahrscheinlich nicht gerne so gesehen. Wie gesagt, bei NASCAR ist das gang und gäbe auf den Super Speedways. Dürfen es aber auch, glaube ich, nehmen wir uns ein, was reglementiert, dass es nicht mehr so ganz sein darf, weil das ist wirklich in verschiedensten, in langen Gruppen gefahren, Stoßstangen. Ich habe es dann Top-Speed erreicht, jenseits von Gut und Böse. Ah, tschüss Stefan, überholt. Oh, Platz 4. Heißt natürlich nichts, gell? Wir wissen, das Rennen ist nicht vorbei. Da ist es gekommen, wenn wir wieder aufholen. Also doch diese Geraden bin ich absolut chancenlos. Jetzt muss ich kurz mal lesen. Ja, so schnell kann ich doch nicht lesen. Jetzt werde ich die Kurve doch kurz anbremsen. Lieber ein bisschen Energie abbauen, als wie dann irgendwo in der Botanik liegen. Okay, die schaut jetzt nicht so schlecht aus, wenn ich es nicht versau. Oh! Platz 3. So, jetzt brauche ich nur mal 2 Runden überleben. Na, die KI-Aggressivität ist nichts eingeschränkt. Das ist alles volle Kanne da. Ich bin ja, wie gesagt, nicht mehr auf Experte unterwegs, sondern auf Profi, glaube ich. Jetzt habe ich ein bisschen runtergeschraubt, nachdem ich eine lange Pause gehabt habe hier bei Forza. Vielleicht sollte ich mich mal umstellen, ja, die Aggressivität. Das wäre vielleicht wirklich ein Tipp. Weil ich dann wirklich wieder zu böse unterwegs. Thank you.
jetzt war ich schlampig. Zwei, drei ist gleich wieder weg. Die Gänge raufsetzen hat was gebracht, schon. Ja. Definitiv. Hey, 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 mein Freund. So spielt die Musik nicht bei uns. Zu spät gebremst, zu spät gebremst, zu spät gebremst. Letzte Runde, bitte Daumen halten, bitte haltet die Daumen. Ich möchte dieses Rennen endlich abschließen. Hinter mir ist ein bisschen Freiraum. Jo. Wiese ist schlecht, Wiese ist schlecht. Schlampig. Schlampig, 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 schlampig. Also eigentlich muss man nur noch runterrollen. Ja! Ich würde sagen, die Kurve war jetzt aber schön, aber puh. So, Burschen, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Eine ganz heikle Kurve haben wir noch, diese ganz schnelle hier, der Rechtsknick. Und die geht. Ich will anbremsen. Ja, das bringt's, das Anbremsen bringt's wirklich. Jetzt sollte nichts mehr, also die letzte Kurve muss ich aufpassen, also da nicht zu spät auf die Bremsen steigen. Ja. 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 Geschafft. Nach gefühlten 8000 Versuchen. Ach du Scheiße. Echt. Mann, 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 Mann. Darf ich nicht wahr sein? Jetzt schaue ich ganz kurz bei den Einstellungen rein, wo stehe ich, wo sehe ich das? Schauen wir uns, was ist das nächste Rennen? Na, ja, schauen wir uns, was das nächste Rennen ist. Schauen wir uns mal an. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Sonoma Raceway. Hier wurde das erste Rennen der American Le Mans Series ausgetragen. Sonoma Raceway finde ich cool. Ist ein bisschen Urstrecke, die in mir drin ist, eben aus meiner NASCAR-Zeit, weil es einer der beiden Roadtracks war, Watkins Glen und Sonoma Raceway. Damals ist er jetzt nicht mehr, glaube ich. Beziehungsweise, ich glaube, haben sie denn einen anderen Roadtrack dabei oder einen dritten, da bin ich mir nicht sicher. Jetzt muss ich schon mal nachschauen, was wir eingestellt haben. Ich glaube, die See da nicht, gell? Die See. Und das Auto wäre auch gut. Da war da Schwierigkeit, habe ich momentan auf Experte. Was gibt es noch? Experte, Pro, unschlagbar. Ja, genau, na, Experte. Aggressivität, legen Sie die Aggressivitätsstufe der gegnerischen Drivatare fest. Erlauben Sie Drivatare beim Fahren aufs Ganze zu gehen, einschließlich aggressiver Phase wie Blockieren und Streifen.
das mal ausschalten, oder? Das ist vielleicht besser zum Fahren. So, das probieren wir jetzt noch kurz aus, aber vorher hole ich mir, wie schon erwähnt, auch das Auto. Und zwar. Ah, es wieder, muss wieder. Nein, das probieren wir es einfach aus. Jetzt probieren wir mal die Strecke da aus. Jetzt habe ich nicht geschaut, welche Variante das wir fahren. Also, ich hoffe, dass wir jetzt die lange Strecke fahren. Gut, lassen Sie sich überraschen. Schauen wir mal, ist ja wurscht. Das Sonoma kann ich auswendig normal. Wow, was bremst hier da? Brauchst du noch nicht bremsen bei dem Knick da normalerweise? Oh, da fliegt. Ah, wir fahren eine kurze Variante, okay. Obwohl kurz ist eigentlich nicht richtig. Ach, vor lauter Quatschen und vor lauter was anderes denken gerade. Entschuldigung, ich fahre jetzt trotzdem mal durch. Eigentlich ist diese längere Variante, weil die andere wäre, dass man hinten einfach gerade runtergefahren wäre. Da müssen wir aufpassen, wo dieser. Wo ist der Geber da? Entschuldigung. Vielleicht wegen Anhaltspunkte, also jetzt geht es in den SS rein. Für diese schnellen Schwünge ist die Kiste nicht ausgelegt, definitiv. Hä? Wo fahren wir denn da? Moment, hallo? Okay, die Variante ist mir jetzt überhaupt nicht in Erinnerung. Ehrlich gesagt. Aber ist wurscht. Also wir biegen auch gleich hier ab. Okay. Ja, aber Hütchen mit, komm. Platz 4 bin ich schon, aber dann wenn wir dieses Trainingsrennen gleich als Komplettrennen sehen. Wow. Ja, schönes Fahren ist es nicht, Jungs. Das sehe ich selber. Braucht es nicht schreiben. Nein, das ist kein schönes Fahren, was ich da mache. Das ist Brechstangentaktik leider momentan, aber irgendwie. Den Scheiß zusammen, echt. Alter Schwede, wo fährt er denn hin? Ins Grüne, ja, er will in die Natur. Der McLaren will, aber 500 Euro, der McLaren will in die Natur, so schön. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht zu Forza Horizon Demo ein bisschen was schreibt auf meiner Facebook-Seite. Wäre interessant, wie euer Eindruck so ist. Wie es euch gefällt. Ob es so gut ist, wie alle glauben, oder ob es ein Mist ist. So gekauft habe ich es eh schon, mir ist eh wurscht. Oh, willst du abkürzen? Kann ich abkürzen? Platz 5, also zwei Plätze müssen wir noch holen. Wir sind hier recht gut dran, muss ich sagen. Ich muss halt mal schauen, die drei Vatare ist angenehmer sind. Also mir kommt schon vor, man so die richtigen Kämpfe habe ich noch nicht gehabt. Aber ich glaube, die haben jetzt auch die Brechstange zu Hause lassen. Gebiete nicht, wo es fast gerade wird, muss ich wieder in die Botanik rausfahren, das ist ja peinlich.
Bleib weg. Der bedrängt mich da, was ist denn das? Sexuelle Belästigung. Wo fährt er hin? So, ich muss den Schwung da ordentlich mitnehmen. Ah, Brechstange ist wieder mit dabei, die Brechstange ist wieder im Kofferraum, raus damit. Ratiert der Gummi auf dem Asphalt. Oh, Platz 3 habe ich, glaube ich, oder? Ja. Okay, jetzt brauche ich nur mehr 1,5 Runden überleben. Rechts runter. Normal, was ist schon normal? Bei diesem Race ist das normal. Also danke nochmal mit dem Tipp mit dieser Aggressivität. Ich glaube, das ist jetzt so realistisch, aber so Crash Derby, glaube ich, will sich kein Fahrer anfangen in Wirklichkeit. Da war die Mauer ziemlich noch hierbei. So, Platz 3 habe ich mal fix. Schauen wir mal, was 2 noch erwischen. Ha? Wäre mal cool. Aber müsste ich gescheiter fahren, glaube ich. Da haut es noch raus. Ey. Das ist immer zu viel da von dieser Kurve runter. Ich nehme da zu viel Schwung mit. Haltungsnot gibt es da keine gescheiten für dieses Rennen. Aber es macht nichts. Ah, komm. So, puh, Platz 3 reicht, wunderbar. Und im Ziel. 6 Tage ist wieder auf Anhieb. So, ist der Connector, der Chat kann schon wieder nicht connecten. Hey Lukas, ich habe ganz übersehen. Hey, servus. Nein, ich bin jetzt am Schluss machen. Wie gesagt, es kommt meine Frau wieder nach Hause und ich muss ein bisschen ein Video schneiden, aber ich habe ein Tutorial gemacht zu diesen Clubs. Und ja, vielleicht bin ich später nochmal online. Kann leicht sein, also entweder zum Mitspielen oder einfach hier bei Twitch oder ja, was mir gerade freut, ich weiß es nicht. Ja. Aber wahrscheinlich eher shooter-technisch irgendwas. Für Forza habe ich nicht mehr genug, so da steige ich gleich raus. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Tschüss.